Hier ist der DWZ Newsroom heute am Mittwoch mit Birte Hansen-Höche. Hallo. Hi. Und wir haben hier ein großes Bauprojekt in der Stadt, die ESS. So wird sein, ja. So wird sein. Passiert ja gar nichts. Die Elisabeth-Selbert-Schule, um es einmal zu übersetzen. Aber es wird mal ein großes Bauprojekt und an dem möchten natürlich heimische Unternehmen und Handwerker natürlich beteiligt sein, die jetzt dafür auch ja, vehement werben. Vehement wohl ja, aber leiser, als wir es zum Beispiel beim Schulzentrum Nord ja mitbekommen haben. Also wenn wir uns da zurückerinnern, da stand der Rathausplatz voll, nicht ganz, aber mit Handwerkern, die dafür demonstriert haben, dass die Stadt Hameln halt nicht an einen Generalunternehmer vergibt und die Ausschreibung so macht, sondern eben in Einzelgewerken ausschreibt, sodass heimische Betriebe zum Zuge kommen können. Nicht ein großer, sondern viele kleine aus der Region. Genau, und das versuchen jetzt die Handwerker, oder das möchten die Handwerker gerne auch für die Elisabeth-Selbert-Schule erreichen, ja, wenn die neu gebaut wird. Und wo sollte da jetzt noch ein Problem sein oder warum sollte es nicht klappen können? Dass es so ausgeht, wie die Handwerker sich das wünschen. Naja, entscheiden muss das nächste Woche der Kreistag. Und die Politiker haben sich jetzt gestern nochmal getroffen, um darüber zu beraten und sich nochmal zu informieren. Ich glaube, am Ende ist es eine Preisfrage. Ne? Also manche meinen, mit einem Generalunternehmer fährt man günstiger und gibt auch einen Teil des Risikos einfach ab. Und die Verwaltungsmitarbeiter selbst haben mit dem Organisatorischen dann nicht mehr so viel zu tun, als würden sie in Einzelgewerken ausschreiben. Okay, und du wirst morgen für die Zeitung das nochmal deutlich aufschlüsseln, wer, wo, warum. Wir wollen mal versuchen, so ein Meinungsbild einzuholen schon von den Kreispolitikern und lass uns nochmal von den Handwerkern genau erklären, was denn ihr Ziel ist und warum sie glauben, dass das so laufen muss und nicht anders. Am Ende sollte das Ziel sein, die Elisabeth-Selbert-Schule neu zu bauen. Auf dem Kasernengelände, genau. Und wie es dann bis dahin läuft, das lest ihr zumindest morgen im ersten Ansatz in der Story von Birte Hansen-Höche und das kriegt ihr auch online und nicht nur in der Zeitung auf dwz.de. Dankeschön. Gerne. Und bis morgen. Ciao.